Jetzt machen wir eine außergewöhnliche Zeitreise. Und zwar in ein Jahr, in dem das Netzhemd in ist, der Gameboy gerade auf den Markt kommt und unsere Mobiltelefone riesig sind, wenn wir denn überhaupt eines besitzen. Von welchem Jahr ist die Rede? Raten Sie mit, jetzt in unserem Wann war's eigentlich? In dem von uns gesuchten Jahr ist die Mode ziemlich eigenwillig. Ob Socken oder Schweißbänder, alles muss aus Forte sein. Oft auf der Straße zu sehen, das Netzhemd. Nicht schön, aber damals mega angesagt. Ebenfalls beliebt der Teddybär. Und zwar am Ausschnitt. Diesen Trend setzt Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Wer sich die Designermodelle nicht leisten kann, glänzt zumindest mit einem Bärchenshirt. Oder trägt eine Bärchenhalskette. Jeans sind fester Bestandteil der Mode. Ebenfalls der Renner Leggings, Stulpen und Netzhandschuhe. Dazu trägt man Sneaker, die heißen aber damals noch Turnschuhe. Andere Must-Haves sind die Pilotenfliegerbrille und die Gürteltasche. Und einen Spiralkabel-Schlüsselanhänger haben wir auf jeden Fall an unserer Jeans. Frauen finden sich mit Dauerwelle schön. Männer tragen die Haare vorne kurz und hinten lang. Der Fokuhila ist in. Egal ob Mann oder Frau, den hier hat jeder zu Hause, den Zauberwürfel. Er wird so lange gedreht, bis jede Seite einfarbig ist. Er kommt im gesuchten Jahr neu auf den Markt, der Gameboy. Jeder will einen haben, um unterwegs Tetris zu spielen. Seitdem wurde der Gameboy fast 119 Millionen Mal verkauft. Der Fernseher nimmt damals noch ganz schön viel Platz weg. Denn er ist eine Röhre. Im gesuchten Jahr geht der Privatsender Pro7 on air. In fast jedem Werbespot wird gesungen. Und die Simpsons flimmern zum ersten Mal über die Mattscheibe. Sehr beliebt auch Comics. Jugendliche haben Spaß mit den Comiczeitschriften Mosaik, Lolek und Bolek und dem Yps-Heft, dem immer ein Gimmick beiliegt. Yps gibt es seit 2012 wieder, jetzt für Erwachsene. Gespielt wird mit Mask-Action-Figuren und Matchbox-Autos. Beim Frühstück haben wir keinen Cappuccino in unserer Tasse, sondern Filterkaffee. Der Müsli-Riegel ist der neueste Essenstrend. Mindestens so beliebt Toast Hawaii. Gerichte, die auf keiner guten Party fehlen dürfen. Nudelsalat und Götterspeise. Im Osten Deutschlands bezahlt man für ein Brötchen im gesuchten Jahr 5 Pfennige. Eine Tafel Schokolade kostet 70 Pfennige. Das Durchschnittseinkommen liegt im Osten bei 1.322 Mark im Monat. In Westdeutschland sind es immerhin 3.966 Mark. Dort kostet ein Liter Benzin dann auch stolze 1,10 Mark. Fußballmeister gibt es im gesuchten Jahr in Deutschland 2. Bayern München und Dynamo Dresden. Die Lebenserwartung liegt bei Frauen bei 78 Jahren. Bei Männern sind es 72 Jahre. Heute werden Frauen im Durchschnitt knapp 83 Jahre alt. Jungen bekommen Namen wie Jan, Christian oder Patrick. Katharina, Anna oder Sarah sind die beliebtesten Mädchennamen. Der neueste Trend in der Küche, die Mikrowelle. Die Folge, der Verkauf von Tiefkühlkost in Deutschland geht nach oben und knackt zum ersten Mal die Grenze von 1 Million Tonnen. Doch nicht alle können mit der Mikrowelle richtig umgehen. In den USA wird angeblich ein Hersteller verklagt, weil der Versuch, die Katze in der Mikrowelle zu trocknen, schiefging. Seitdem sind Mikrowellen mit der Warnung versehen, dass man keine Haustiere in ihnen trocknen darf. Festnetz haben die meisten Deutschen, aber Mobiltelefone sind im gesuchten Jahr noch Zukunftsmusik. Die sogenannten Handapparate, die damals auf den Markt kommen, werden auch Hundeknochen genannt, weil sie so groß sind. Das ist der Song, der sich in Deutschland am längsten auf Platz 1 hält. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Den hört man natürlich mit einem Walkman.
wer Geld hat, leistet sich einen Discman. Der Videokassettenrekorder für zu Hause ist noch etwas Besonderes. Erst im Laufe des Jahres entwickelt er sich zum Massenprodukt. Das ist der beliebteste Film in dem von uns gesuchten Jahr, Zurück in die Zukunft Teil 2. In dem Film reist Marty McFly ins Jahr 2015. Dort können wir schon mit Skateboards fliegen. Warum das Skateboard? Mit ihm und dem BMX-Rad sind wir damals am liebsten unterwegs. Eine Trendsportart, Tennis. Und das liegt an diesen beiden, Boris Becker und Steffi Graf. Er siegt im Finale der US Open als bisher einziger Deutscher. Sie gewinnt gleich alle drei Grand Slam-Turniere. Und spielt außerdem noch sich selbst in einem Film von Otto Walkes. Otto, der Außerfriesische, ist der erfolgreichste deutsche Film im gesuchten Jahr. Aber es passiert noch viel mehr. Techno kommt. In Berlin findet die erste Love Parade statt. Mit gerade mal 150 Ravern, sehr überschaubar. Das Motto lautet Friede, Freude, Eierkuchen. Das alles täuscht nicht darüber hinweg, dass sich im gesuchten Jahr nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Osten Deutschlands Unruhen ausbreiten. Die friedliche Revolution wird später zum Stichwort, der Ostblock zerfällt. Eines der wichtigsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts findet statt, der Fall der Berliner Mauer. Mit Hammer und Meißel rücken die sogenannten Mauerspechte dem einstigen Bollwerk des Ostens zu Leibe. Teile der Mauer werden heute in die ganze Welt verkauft. Sie haben es bestimmt längst erraten. 1989 ist das Jahr, das wir suchen. Das Jahr, in dem der Prozess der deutschen Wiedervereinigung beginnt. Startschuss für ein fieses Experiment. Kalt duschen, in der Eishalle meditieren, halbnackt joggen. Klickt hier rein.